Hallo. Lukas, freue mich, dich zu sehen. Ja, ich mich auch. Wunderbar. Nicht nur unsere bildungspolitische Sprecherin Sigrid Behr nimmt Lukas Poland heute in Empfang. Auch die Medien warten schon auf den 13-Jährigen. Denn die Grüne Fraktion hat den Schüler als Experten zu einer Anhörung zum Thema Cybermobbing eingeladen. Der 13-Jährige engagiert sich unter anderem mit einer Telefonberatung für Jugendliche, die gemobbt wurden. Ich wurde selbst Opfer von Cybermobbing und nachdem das alles so ein bisschen vorbei war, habe ich eine Cybermobbing-Hilfe gegründet, um anderen Jugendlichen zu helfen. Und habe dann irgendwann auch zusammen mit der Cyberpsychologin Katharina Katze einen offenen Brief an die schulpolitischen Sprecher geschrieben. So auch an Sigrid Behr von den Grünen. Und die hat uns daraufhin im Oktober zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Und dann ist hinterher dieser Antrag entstanden. Zum grünen Antrag fand heute dann die Anhörung im Schulausschuss statt, in der Lukas als einer der Experten den Fachpolitikern über seine Erfahrungen und Anregungen berichtet hat. Das war natürlich schon ziemlich aufregend, gerade das macht man ja nicht jeden Tag, vor so vielen Politikern zu sprechen. Aber ich fand das relativ gut und gehe auch mit einem positiven Gefühl raus, dass da in naher Zukunft jetzt was passiert. Auch Sigrid Behr sieht Handlungsbedarf. Zwar sei das Mobbing schon immer Thema an Schulen gewesen, aber durch die sozialen Medien und das Smartphone hat es eine ganz andere Dynamik angenommen. Jetzt passiert es 24 Stunden rund um die Uhr. Über das Smartphone nehmen die Jugendlichen das mit nach Hause. Sie nehmen es mit in ihr Zimmer, sie nehmen es mit in die Nacht. Da kommen vielleicht neue Nachrichten. Das hat eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Tiefe, auch von Verunsicherung und Verletzung. Und deswegen müssen wir daran. Mit ihrem Antrag und der Expertenanhörung will Sigrid Behr erreichen, dass Schulen mehr Unterstützung bekommen. Also was dringend notwendig ist, das ist heute deutlich geworden, es braucht mehr Zeit, um sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, mehr Fortbildung auch und Fachberatung. Und wir wollen auch Eltern fit machen und auch Schülerinnen vor allen Dingen mit einbeziehen, denn die können auch Eltern am besten erklären, um was es eigentlich geht.